Hallo, ich bin Quirin und das ist meine Kollegin Lena. Ich bin 21 Jahre alt und habe im Juni 2020 meine Ausbildung zum Biologielaboranten am Bundesamt für Strahlenschutz in München erfolgreich abgeschlossen. Gemeinsam wollen wir euch die Ausbildung jetzt etwas näher bringen. Das Bundesamt für Strahlenschutz oder auch BFS genannt, ist eine Bundesoberbehörde im Geschäftsbereich des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit. Wir am Standort Neuherberg bei München stellen jedes Jahr 3 neue Auszubildende als Biologielaborant ein. Die Ausbildung umfasst Kenntnisse in allen Fachbereichen der Biologie und Teilen der Chemie. Die praktische Ausbildung konzentriert sich auf das Erlernen von Zellkulturtechniken, molekularbiologischen, mikrobiologischen und immunologischen Verfahren sowie den fachgerechten Umgang mit Versuchstieren. Diese und weitere Methoden werden unter anderem in Kooperation mit dem Helmholtz-Zentrum München, der Ludwig-Maximilians-Universität und der Technischen Universität München erlernt. Für das Erlernen von theoretischen Hintergründen für die Abschlussprüfung 1 und 2, die im zweiten sowie dritten Ausbildungsjahr stattfinden, ist die Berufsschule für Zahntechnik, Chemie, Biologie und Drogerieberufe zuständig. In unserem Röntgenkabinett bestrahlen wir die Zellen, um die Schäden an der DNA zu verursachen, die wir später auch nachweisen wollen. Unser Labor ist eine persönliche Schutzausrüstung erforderlich. Die besteht bei uns aus Schuhen, Kittel und Schutzbrille. Und bei uns im Labor brauchen wir noch unsere Dosimeter, ein persönliches und ein allgemeines, die aufzeichnen, falls wir mit Strahlung in Kontakt treten sollen. Ich habe die Lymphozyten fertig. Was ist denn jetzt der nächste Schritt? Genau, ich habe dir hier schon alles vorbereitet. Der nächste Schritt quasi, dass du jeweils 75 Mikroliter vom ersten Antikörper drauf depetierst und anschließend eben mit den Deckgläsern eindeckst. Okay. Und hier haben wir jetzt schon das Bild von dem Objektträger. Und was man hier zum Beispiel sehr gut erkennen kann, sind hier diese roten Punkte. Das sind die sogenannten Fozi. Das ist das, was wir eben auch mit dem Versuch sichtbar machen. Und das sind letztendlich die Doppelstrangbrüche an der DNA. Im Rahmen eines Erasmus-Austauschprogramms besteht die Möglichkeit, in vielen Ländern Europas ein 1- bis 3-monatiges Praktikum zu machen. Einige meiner Kollegen waren bereits in Stockholm, Budapest oder Barcelona. Die Dauer der Ausbildung beträgt 3,5 Jahre, kann aber auf 3 Jahre verkürzt werden. Also, bewirb dich jetzt für eine spannende und abwechslungsreiche Ausbildung am Bundesamt für Strahlenschutz. Weitere Informationen zur Ausbildung sowie freien Stellen findest du unter www.bfs.de/Ausbildung.